Hast du zu viel Kram? Möchtest du dich vielleicht von der einen oder anderen Sache trennen? Dann schau dir dieses Video an, denn im heutigen Video sprechen wir über typische Fehler, die dir beim Aussortieren passieren können. Aber nicht nur das. Am Ende des Videos gibt es noch eine kleine Überraschung. Es gibt nämlich etwas zu gewinnen. Yeah! Also schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Seit mehr als 6 Jahren lebe ich minimalistisch. Dass ich keine Lust auf Hausarbeit habe und meinen Alltag vereinfachen möchte, ist ein wesentlicher Grund dafür. Bevor wir jetzt gleich zu den typischen Fehlern kommen, die beim Aussortieren passieren können, lass uns zunächst einmal besprechen, warum Aussortieren überhaupt Sinn macht. Warum eigentlich? Oft sammeln sich in unserem Zuhause unzählige Dinge an, ohne dass wir es merken. Wir kaufen sie, wir bekommen sie geschenkt, wir denken nicht darüber nach, warum auch. Doch es gibt tatsächlich einen Grund, warum wir darüber nachdenken sollten. Genauer gesagt gibt es sogar mehrere. Alles, was du besitzt, besitzt auch dich. Klingt komisch, ist aber leider so. Denn du musst deine Dinge verstauen, aufräumen, pflegen und sauber halten. Und je mehr Dinge du hast, desto aufwendiger und komplizierter wird das. Und hier hören die Probleme leider nicht auf. Denn für die Dinge, die du hast, brauchst du auch entsprechenden Stauraum. Eine entsprechend große Wohnung zum Beispiel, einen Keller oder einen Dachboden, vielleicht eine Garage oder einen Schuppen. Viele Menschen erleben, dass das nicht endet. Ich erinnere mich lebhaft an einen Kollegen, der beiläufig beim Mittagessen erzählte, dass sie eigentlich mit dem Geld, das sie gespart hatten, einen Kredit fürs Haus tilgen wollten. Stattdessen haben sie von dem Geld nun eine Garage gebaut. Siehst du, worauf ich hinaus will? Die Dinge, die du besitzt, können zur Belastung werden, wenn du zu viel davon hast. Im schlimmsten Fall werden sie sogar zur finanziellen Belastung und führen dazu, dass du schlechte Entscheidungen für dein Leben triffst. Es macht also durchaus Sinn, den eigenen Besitz auf den Prüfstand zu stellen. Doch es gibt so einige Stolperfallen, die du vorher kennen solltest. Welche das sind, das besprechen wir jetzt. Vergiss auch nicht, das Video bis zum Ende zu schauen, denn dann gibt es mein Gewinnspiel. So, auf geht's! Zu schnell. Du bist top motiviert, hörst YouTube-Kanäle über Minimalismus in Dauerschleife und möchtest jetzt richtig durchstarten mit dem Ausmisten. Hervorragend. Aber lass uns doch einen Gang zurückschalten. Sonst passiert dir nämlich der gleiche Fehler, den der Rest meiner Familie gerade gemacht hat und der mich immer noch tierisch nervt. Mein Partner und mein Zwerg haben beschlossen, das Kinderzimmer auszumisten. Erstmal eine super Sache. Das Kinderzimmer ist das einzige Zimmer bei uns, in dem noch kein Minimalismus Einzug gehalten hat. Dementsprechend voll ist es. Leider haben sich die beiden vorher wenig bis keine Gedanken gemacht, wohin mit dem Kram. Sie haben beschlossen, sie möchten es auf einem Flohmarkt verkaufen. Keine schlechte Idee. Aber auf welchem Flohmarkt? Wann? Und was passiert mit dem Kram, bis es soweit ist? Die Folge ist, dass ich jetzt den Flohmarkt heraussuchen musste und unser Flur voll mit ausgemusterten Kisten steht. Und ich zusätzlich Stress habe, weil ich nebenbei noch versuche, Dinge zu sortieren und zu verkaufen, damit weniger herumsteht. So gut gemeint dieser Plan also war, in der Praxis ist er nicht gut umgesetzt. Versuch also, dass dir das nicht passiert. Mach dir vorher Gedanken. Setz dir realistische Ziele. Teile das Ausmisten auf in kleinere, übersichtlichere Schritte. Dann ersparst du dir den Frust, den ich gerade habe. Das brauche ich noch. Es fällt dir schwer, Dinge loszulassen, weil du sie vielleicht irgendwann noch brauchen könntest. Das kenne ich. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar von diesen Gegenständen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir sie jahrelang nicht gebraucht haben, werden wir sie vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht brauchen. Und dafür lohnt es sich schlichtweg nicht, die Dinge die ganze Zeit zu lagern. Sich nicht entscheiden können. Eine große Schwierigkeit beim Aussortieren ist es, sich zu entscheiden. Was darf gehen? Was soll bleiben? Helfen kann dir die 90-Tage-Regel. Was hast du in den letzten 90 Tagen benutzt? Was wirst du in den nächsten 90 Tagen benutzen? Dieser Ansatz funktioniert bei fast allem, außer bei Christbaumschmuck im Sommer. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit den typischen Stolperfallen beim Aussortieren, noch ein kleiner Spoiler für unser Gewinnspiel ganz am Ende. Das Gewinnspiel veranstalte ich, weil der Kanal mittlerweile über 1000 Abonnenten hat. Juhu!
Vielen lieben Dank an dieser Stelle für die viele Unterstützung, eure Likes, Abos und positiven Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen. Das nächste Gewinnspiel wird es geben, wenn wir die 5000 knacken. Also, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, lass am besten gleich ein Abo da, damit du auch künftig nichts verpasst. Wohin? Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Es ist ein Riesenproblem, wenn du nicht weißt, wohin mit den ausgemisteten Sachen. Mach dir also unbedingt schon vorher einen Kopf, wie du die Sachen entsorgen möchtest. Und falls du schon weißt, dass es länger dauern wird, weil du zum Beispiel einzelne Sachen noch verkaufen möchtest, dann schalte beim Ausmisten lieber einen Gang zurück und kümmere dich gleichzeitig um den Verkauf. Alles auf einmal. Das Wohnzimmer ausmisten und gleich noch die Garage. Und die Küche sollte auch mal wieder gecheckt werden. So fühlst du dich schnell überfordert und hast das Gefühl, nirgends so richtig voranzukommen. Nimm dir lieber ein Projekt nach dem anderen vor und feiere deine Fortschritte. Nachhaltig. Einmal aussortieren und dann ist gut. Das funktioniert so leider nicht. Denn in deinem Leben werden sich immer wieder Dinge ansammeln, die du nicht brauchst. Dinge werden kaputt, halten nicht das, was sie versprechen. Und natürlich veränderst du dich ja auch im Laufe der Zeit. Deshalb solltest du regelmäßig aussortieren. Du kannst dir zum Beispiel auch feste Ziele vornehmen. So habe ich das Ziel, pro Woche mindestens 3 Gegenstände auszusortieren. Es werden meistens mehr, aber ich will mich nicht zu sehr unter Druck setzen. Einfluss. Lass dich auch nicht zu sehr von anderen beeinflussen. Konzentriere dich auf das, was dir wichtig ist und lasse los, was du nicht brauchst. Niemand kann dir sagen, was genau das ist. Denn nur du weißt, was dir wichtig ist, wie dein Alltag aussieht und was du nie benutzt. Lass dich also nicht zu sehr verunsichern, sondern gehe deinen eigenen Weg. Aufbewahrung vor Aussortieren. Bevor du dir neue Aufbewahrungslösungen zulegst, solltest du zuerst aussortieren. Dann kann es nämlich sein, dass du gar nicht mehr so viele Aufbewahrungsboxen brauchst. Im besten Fall sparst du dir sogar ein Regal. Ein Ort für Erinnerungen. Vielleicht gibt es Dinge, an denen du besonders hängst und die du nicht loslassen möchtest. Dann ist es gut, einen Ort dafür zu haben. Ich habe zum Beispiel eine Aufbewahrungsbox nur für Erinnerungen. Das macht es auch beim Aussortieren ein kleines Stückchen einfacher, weil ich bei solchen Dingen sofort weiß, wo sie hinwandern werden. Finale! Kommen wir jetzt zum großen Finale, zu unserem Gewinnspiel! Wenn du möchtest, kannst du ein Buch von mir gewinnen. Und zwar geht es um dieses Buch hier. 103 positive Mantras und Affirmationen. Dieses Buch soll dir dabei helfen, positive Glaubenssätze zu finden, die dein Leben bei regelmäßiger Anwendung positiv beeinflussen. Wenn du das Buch gewinnen möchtest, dann schreib einen Kommentar unter dieses Video. Das Gewinnspiel wird laufen bis zum 30.06. Am 1. Juli werde ich dann die Kommentare sichten und auslosen. So. Ich wünsche dir viel Glück und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.